Hallo und herzlich willkommen zur Join the Outer League Season 5. Schönes Ding gegen das heißt wie bitte in der Division 5.2. Ein schönes Match von SD Carsten. Macht immer Spaß zusammen mit Felix und wir versuchen ernst zu bleiben. Wenn ihr keinen Bock auf Ernst habt, geht auf YouTube, guckt euch das Game von gestern an und zwar ESL und Dingens. Ja, es ist ESL Maximum Tarts gegen OP, New OP. OP, New OP. Das wäre sehr witzig. Aber diesmal wird es interessant. Ich weiß es nicht. Ich habe beide Teams nicht gesehen. Wir gucken immer mal kurz bei schönes Ding vorbei. Und schauen mal, wie das da läuft. Wir versuchen ernst zu bleiben. Wir versuchen den Flame zurückzuhalten. Das ist immer so eine Sache. Schönes Ding Throat. Das kommt durchaus vor. Aber auch mal schauen. Ein Ex wird gebannt. Ja. Im Gegensatz zu dem letzten Spiel mit der Oma und dem Testsieger haben wir, das heißt wie bitte, doch coole Namen, würde ich jetzt mal so sagen. Mysterion und Lysitiro, Monox. Das sind halt auch Namen, die Aussage haben, im Gegensatz zu Vopsizi oder Runizel, ne? Okay, nein, nicht ganz, aber im Gegensatz zu einer Oma und der Testsieger und das Schaf ist es doch hier tatsächlich quasi professionelle Namen. Und, professionelle Namen. Ja. Naja, seriously. Keine Ahnung. Also es hört schon cool an. Gefällt mir auf jeden Fall. Egal. Wir haben Dotocast. X und Troll und Viper und Juggernaut. Wow. Und jetzt kommt eine Venge for Spirit. Dagegen wird gecountert mit einem Brewmaster und... Oh, Magnus. Na gut. First Pick Magnus sogar. Ja, cool. Die HWB präferieren hier den Magnus. Finde ich aber nicht notwendig, zum ersten Pick direkt zu Magnus zu greifen. Ja, gut, kommt drauf an, was wir halt damit machen wollen. Wenn sie halt obvious Stuff danach haben. Vielleicht gehen sie auch direkt am Anfang mit Magnus PE rein. Ist ja halt auch stark, wobei es halt, wie gesagt, muss man nicht als erstes machen, aber wenn du halt einen Draft hast, der komplett darauf aufbaut, dass du Magnus PE hast, dann ist es halt schon gut, okay. Das schenkt allerdings, schönes Ding jetzt, die Vengeful Spirit. Sie gehen aber auf Io. Oh, Runizel get greedy. Kann SD Tiny Bus spielen? Nein, oder? Noch nie gesehen, um ehrlich noch zu sein. Nie gesehen. Also, aber auf dem Level habe ich ohnehin noch nie vernünftig Tiny Wisp gesehen. Ja, deshalb wird es spannend. Bin auch ein Wisp Bristleback sein. Ist auch aktuell ziemlich beliebt. Ich würde mich auch nochmal freuen, nochmal einen CK zu sehen, um ehrlich zu sein. Ja, da musst du Bondoktors und Zalok zugucken. Der spielt ihn öfters, aber irgendwie ansonsten... Ich weiß nicht genau, was am CK ist. Ob er zu viel RNG hat mit den Illusionen. Tiny Wisp. Tony Mahoney und Wisp. Tony kommt. Interessant. Das, ja, cool. Also ich hatte halt eigentlich tatsächlich davon ausgegangen, dass hier SD irgendwie... Ich kann mich erinnern, dass irgendjemand die Aussage gemacht hat, irgendwie mit Bristleback und Dazzle und so ist zurzeit unschlagbar und niemand kann das schlagen. Von daher... Ist noch drin. Ja. Bristleback und Dazzle ist durchaus noch drin. Keine Ahnung. Kann durchaus das sein, heißt, aber Omni hat schon ein ziemlich guter Pick dagegen. Ja, das heißt vor allem erstmal für, das heißt wie bitte für das Team auf jeden Fall, dass sie versuchen müssen, das Game entweder früh und im Midgame zu dominieren und den Tiny da ein bisschen zerstören. Weil das Late Game wird auf jeden Fall grauenhaft für sie werden. Naja, aber mit Omni-Nerd und Magnus hast du halt schon die perfekten Waffen wirklich gegen Tiny. Du hast einen AP und du hast einen Guardian Angel. Noch nie einen Omni-Nerd gesehen, wie er gegen Tiny Wisp spielt. Oder ja, da ist ein Tiny, der Millionen Damage macht und Guardian Angel sagt nein. Also das ist schon ziemlich cool. Ja, aber dann join ich den Fight nicht, sondern relocate auf eine andere Lane und nehme eine Set of Rex. Also das ist der Vorteil bei Wisp Tiny. Du musst ja nicht fighten. Ja, aber wenn du Omni-Knight farmst und ein Arcanist bekommst, hast du halt Buildings mit Guardian Angel. Wobei, jetzt wurde es genervt. Irgendwie hatte ich das... Also es ist auf jeden Fall global, aber die Frage ist, ob es immer noch auf Buildings geht mit dem Arcanist. Da war ich mir gar nicht so sicher, ob das nicht genervt wurde. Ich glaube nämlich schon, dass es halt wieder raus ist. Aber generell, du hast halt einen Global Guardian Angel. Das heißt, egal wer defft, kann halt erstmal ein paar Sekunden deffen. 6, 7, 8. Ja, 8. Also auf jeden Fall, die Möglichkeiten hier, das sind da schon ganz gut da. Außerdem, das heißt, wie bitte, ist dir schon bewusst, dass das eigentlich das Team heißt, hä? Ja, klar. Hä? Hä? Ja. Team hä. Einfach. Ja, Team hä, und da musst du mich immer korrigieren. Ist auch eine gute Kombination. Nee, ich glaube, wir nennen sie Team hä. Sie haben es verdient. Was? Noch haben sie nichts getan.
Aber sie hat schon sehr schöne Helden im Pool. Ja, es ist halt hauptsächlich darauf, mit schönes Ding hier mit Tiny Wisp gut abkommen. Es wird sehr schwierig für Team Herr, da irgendwie durchzukommen. Aber ja, andererseits ist halt, wenn schönes Ding halt versagt mit dem Tony, dann wird es recht einfacher für DRWB. Aber wenn wir sehen, wie das halt noch läuft. Ob oder was da halt noch für Helden kommen. Also es ist halt noch viel im Pool, besonders halt die HWP könnten ja noch im Teamfight-Lineup gehen und halt irgendwie großen Ultis reinwerfen. Und das hätte ich halt gerne gesehen, weil das macht immer Spaß zu casten. Das halt so diese ganz großen Symphony of Skills-Momente, wo Dinge passieren. Natürlich werde ich die Hälfte der Zeit nur Dinge passieren sagen können, weil ja, Sensory Overload. Ach hey, es ist cool. Wenn Dinge passieren, ist es besser, als wenn Tiny Wisp halt einfach irgendwie Split pushen, die Rex holen und dann ist das Spiel vorbei. Das ist halt so ein okay. Ah, Lion. Voidbahn Lion Pick. Schön. Bin gespannt, ob Schlenderman ist der zweite Support sonst, ne? Oder machst du das überhaupt Steezy? Ne. Ob so Offlane, Mitte, ja. Schlenderman spielt Sollte eigentlich Support machen. Ward. Und ich habe das Gefühl, dass es ein Lion Slenderman wird, einfach glaube ich, weil ein Spinner da mehr Synergy Frage mit ist, haben Bunny Sie hat. da die Position so klar verteilt oder spielen Sie einfach der mit dem Helden besser klarkommt? Stimmt, ich habe auch mal Vopsteezy gehört, der auch ganz gerne gesagt hat, hier irgendwie Wisp kann er ganz gut. Also wie es halt Okay. Vopsteezy immer so sagt, so ich bin der beste Wisp-Spieler der Welt. Okay, Und was niemand spielt er glaubt ihm das sonst doch. für eine Position? Ich glaube, der hat jetzt Offlane hier im SD. Scatfish Shadow Mitte Shaman. und Ronnie Carry. Shadow Shaman. Ah, sie Haben gehen sie jetzt auf auch ein den bisschen Push dagegen. Wenn sie Push, früh ja. pushen konnten, ist das auch ganz gut. Könnte das Pugna Revival sein? Auf Seiten von Team Hä? Das wäre auch eine ziemlich coole Sache. Ja, ich würde mich auch freuen, den nochmal zu sehen. Er ist ja fast tot. Es wäre auch die Möglichkeit, an Omni-Knight irgendwie zu farmen. Also auf der Offlane zu haben. Weil Magnus kann eigentlich die Mitte übernehmen. Tony Wisp wird wahrscheinlich Mitte gehen. Relativ klar. Und Magnus kommt dagegen klar. Also ich mal so. Hat halt, ist halt ein bisschen tankier, um das Avalanche-Toss-Kombo zu überleben. Immerhin. Dann könnten sie halt Omni-Knight offline stellen. Nur gegen Lion plus X. Könnte Omni-Knight ganz gut überleben. Ja, und dann haben sie halt ein Schwalien gegen was auch immer da schönes Ding rauspackt. Was haben wir auf der Offlane bisher? Wir haben nur Jugger, nur Void raus. Von daher sind auf der Offlane halt schönes Ding noch viele Möglichkeiten offen, müssen sie halt gucken. Weil so wie es bisher aussehen könnte es halt eine ziemlich böse Lane werden. Hat auch Shadow Shaman, Omni-Knight plus X ist halt böse. Netz Sind auf wir uns Level 1 einig, dass der Purify rein. Omni-Knight Support-Rolle übernimmt oder kann man den auch auf die Offlane schicken im aktuellen Meta? Den würde ich ganz gerne auf die Offlane schicken, einfach weil er so stark ist auf der Offlane. Aber weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird er ein Support werden. Ist ja auch okay. Aber halt auf der Offlane ist er sehr, sehr stark. Das Problem ist halt nur, dass ein Omni-Knight auf der Offlane halt eher so ein Pub-Stomp-Held ist. Ich habe noch nicht so ganz erlebt, wie du es halt wirklich auf der Offlane, wie du damit halt klarkommst. Und wenn es jetzt ein Safe Lane Bristle ist, dann wird das halt für Omni-Knight eine ganz böse Sache. Dann kann halt wirklich nichts auf der Offlane. Kommt auf den letzten Pick an von schönes Ding. Ich würde jetzt ja gerne eigentlich einen Dazzle sehen. Ich dachte, dass er auch kommt, aber wir haben ein paar so viele Supports. Und ich glaube nicht, dass Lion Safer macht mit Dazzle zusammen. Lifestealer. Die Frage ist halt, ob ein Lion nicht auch in der Mitte gegen Magnus gut bestehen kann. Ja, aber Tony Wisp sind halt in der Mitte zu stark, weil du halt den Double Stack machen kannst Ja, mit das Wisp. stimmt. Es ist halt einfach zu gut, um es abzugeben. Lifesteal auch schon lange nicht mehr gesehen, aber grundsätzlich overall einer guter Carry. Ja, du kannst auch mit Magnus halt die Initiation machen und sowas. Das ist ja halt ziemlich cool. Guter Carry bin ich mir jetzt gar nicht sicher, weil Tiny halt hauptsächlich Physical Damage hat und Lifestealer halt dann nicht das Beste daraus holt. Klar, ist halt gut gegen Lion, aber gegen Bristleback und Tiny ist halt eigentlich Lifestealer gar nicht mehr so dolle. Ja gut, er Aber er hat sollte nicht natürlich den. versuchen, den Tiny Man zu fighten. Dire Team Ban. Ja, Kommt drauf an, was wenn er willst du jetzt? Also früh. als Carry musst du halt schon im gegnerischen Carry irgendwie klarkommen. Radiant Team Pick. Hängt auch ein Also bisschen davon schon. ab, wie die Laning-Phase läuft. Genau. Mal Gerade beim gespannt, ob halt Lifestealer, der schönes Ding ist ein jetzt bisschen hier unterschätzt, finde ich. offlane. Könnten jetzt hier durchaus irgendwas machen. Nämlich halt Bristleback Safe Lane oder Carry. Das ist halt so die große Sache. Könnten sie alles machen. Geht man mit Omni aggressive? Geht.
Bei Shadow Shaman bin ich mir ganz so sicher. Weil er hält halt einen raus und bleibt dann in Place und kann halt gefokust werden. Ja, ich also kann mir das auch im Moment nicht so ganz... ein zweischneidiges Schwert auf einer Offlane. Ich kann es auch nicht so ganz vorstellen, mit Omni Knight in Aggressive zu gehen, mit gutem Heal und dann halt im Repel als Defensive Spell mehr, also... Das wird ein Safe Lane Bristleback, so wie es aussieht. Ja. Schöne Helden dabei. Clockwork. Ja gut, Clock ist gegen Lifestealer gut, gegen Shadow Shaman gut, gegen Magnus mit der Rocket sehr gut zum Scouten. Und auch bei Omni Knight. Die Skills gehen, glaube ich, durch, aber halt kann halt gut im Place halten. Ich glaube eher, der Clockwork, der fungiert hier mehr so als Utility Setup Held, der dann mit seinem Ulti und den Cox initiated. Ja, und dann Relocate wird relocated. Ja, halt auch gegen könnte interessant gut, werden. Den Cox. Lifestealer weiß ich nicht, ob er jetzt halt sagen muss, okay, ich mach irgendwas Mobility-Sachen. Weil sonst kommt halt einfach Clockwork ran, cockt ihn, Force Staff raus und dann kommt halt Tony Wisp raus. Genau. Und Lifestealer hat da nicht so viel gegen zu tun. Vor allem, wenn er Wisp zu töten. Zu früh raged mit dem ersten Spell, den er hat, vor Panik in den Cox und dann nicht die Möglichkeit hat, später den Avalanche vom Tiny damit abzuwehren. Das könnte zu ein, zwei Pickoffs führen. Aber ich bin gespannt, wie das geexecuted wird, weil das sind bisher schon sehr, sehr schöne Helden im Pool. Die können viel Spaß verursachen im Spiel. Ja. Aber Clockwork ist halt playabhängig, Tiny Wisp ist playabhängig und ja gut, Lions einfach, aber es ist halt auch schwierig, halt wenn du gute Impales triffst und sowas, musst halt auch schon irgendwie ein bisschen Skill haben. Bristleback jetzt nicht so ganz, aber das ist halt schon ein schönes Ding, musst du halt was machen. Und ich weiß nicht, auf der anderen Seite, klar, Magnus muss gut AP treffen, aber das ist jetzt nicht so schwierig wie halt irgendwie wie andere Dinge. Und daher glaube ich, hat DHWB das quasi einfach zu executen, die Lineup. Und das ist halt auch immer so eine wichtige Sache, weil je weniger schwierig das wird, desto einfacher sind auch die Sachen, die du willst. Klar, Play-by-Play, wenn jetzt hier irgendwie DHWP einfach zu viel farmen und ein schönes Ding outcarrying, ist es halt eine Sache. Aber wenn halt irgendwie DHWP ihre Strategie nicht durchbekommt, dann können sie halt nichts mit Farmen dagegen werfen. Und der Faktor ist, glaube ich, bei schönes Ding größer als bei DHWP, einfach weil Tiny Wisp muss halt funktionieren und wenn halt irgendwie sie ein Go machen und der Wisp ist nicht getethert und so Dinge, dann weiß ich nicht. Könnte es halt auch ganz gut passieren, dass sie hier failen. Aber wir werden sehen. Für Team Hell, Last Pick Pack wird wahrscheinlich schon Offlane Pack werden. Der könnte ja, gut aussehen picken. Gegen Bristleback. Muss da ein bisschen aufpassen. Das ist ja die Frage, wenn die Mitte Tiny Wisp ist, Magnus, es geht so dagegen. Pack ist halt besser dagegen. Aber Magnus kann halt gar nicht auf der Offlane sein mit Bristleback als Safe Lane Carry. Das ist halt so die Sache. Immer gespannt. Erste Pause kommt schon raus. Ja, ja. Kurze Pause für Ron Nizzle, der muss ja erst ins Game laden und sein PC braucht 10 Sekunden zum Laden. Kommt halt immer vor mit dem Holz-PC da. Aber gut. Ja, auf der Seite von SD. Haben wir tatsächlich Spinnert und Scared Fish zusammen auf Tony Wisp. Auf CZ Offlane Clockwork, Slenderman Support Line und Ronizzle auf der Safe Lane Bristleback. Auf der Seite von Team Hä? Korrigier mich. Die heißen Team Hä, hast richtig ausgesprochen. Nein, das heißt wie bitte. So, haben wir Monox, der am Anfang losgeht mit Shadow Shaman, eventuell kommt hier ein Smoke. Mit Boots First könnte das was sein. Smokes auch auf Omni Knight, wenn ja, wir im Tower Smoke. Sie warten auf den Lifestealer. Das könnte cool werden, besonders mit den Boots hier und Shackle First. Mysterion auf dem Magnus. Chafro. Chafro auf dem Pack. Und Easy Baron. Nein, Ace Baron. Easy Baron. Easy Baron. Aber da finden sie direkt schon Ronizzle. Das könnte ganz gut laufen. Die Frage ist, wenn sie vorauskommen und ein bisschen blocken können, dann, schön. Oh, Slow vom Omni-Light und Block. Das ist sehr schön. Das ist Blatt. Und es gehört zurück. For good measure. Cure war nicht notwendig. Ja, mein Gott. Ist halt sowieso, also es geht sowieso auf Level 1. Wahrscheinlich. Ja? Ja, für Escape halt. Also okay. Zumindest der sichere Skillbild. Gut, danke, Fan. FGL, ja. Blocken das Pool-Camp. Ne, blocken das normale Pool-Camp. Ja. Auf dem Weg. Jo. Und wir haben einen Mysterion Offlane. Und könnten beide Runen bekommen. Ja, irgendwie ist D, weiß ich nicht, warum sie nicht mal... Natürlich wertvoll für den... Für Monox, wenn er da jetzt den... Geht's um Monox? Ja, oh, das bin ich schon. Hesitated.
Schön gemacht von Whisper an der Stelle. Hm. Ja, da hätte Monarchs einfach drauf zugehen müssen. Was hat. Ich habe noch nicht ganz gesehen, ich habe die Teams vorgestellt. Was hat SD jetzt gemacht, dass sie nicht in den Runen standen? Falsch rotiert. Ich habe wenig auf SD geachtet im Moment. Ja, ich auch. Auf jeden Fall wäre das ganz ein bisschen gut anfangen, gewesen, wenn da Monarchs nicht noch die Rune geholt hätte. Die hätte auch bekommen, aber er hat Angst gehabt, dass beim Whisper auch ein Tiny in der Nähe ist, klar. Ja, das kann man nicht verstehen. Sie lane den Pack in der Mitte, nicht offlane. Das ist tatsächlich sicherer. Das Problem ist halt nur, wie das bei Magnus auf der Offlane läuft. Also Pack in der Mitte ist besser. Das Problem ist aber, dass Magnus weniger auf der Offlane bekommt als Pack, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe noch nie einen Magnus Offlane gesehen. Was? Start Flame. Echt? Nein. Ja, doch. Ist doch die Premiere, absolut. Außer der Mitte. Er kriegt halt Levels und das ist halt das Wichtigste, was er braucht. Und mit der Shockwave kann er sowieso farmen. Ist ja halt ziemlich gut. Nur was gegen Bristleback ist halt auch schwierig, mehr zu bekommen. Denn SD hat jetzt eine Dual-Lane. Normalerweise könnte der Offlane dementsprechend mehr Space bekommen. Aber da das ein Magnus ist mit Safe, also mit Melee-Range, ist es halt nicht. Kriegen nicht mehr. Aber, ja. Lifestealer hier. 7 zu 3. Schon gut dabei. Bristleback 3 zu 1. Kriegt dann schnell gar keine Last-Hits hier auf der Lane. Gegen niemanden, der contestet. Das ist interessant. Klar muss er durch die Lane ein bisschen so in Kontrolle halten, aber überrascht mich jetzt. Jetzt muss Magnus aufpassen. Jetzt kommt dann hier erstmal der erste Avalanche in der Mitte, okay. Aber sonst nichts. Kriegt aber die Rune dann wahrscheinlich unten dafür. Ja, sieht er noch aus. Line ist jetzt hier da. Aber Line hat den Stun. Oh, bricht die Salve noch ab, schön. Und muss jetzt dann. Ja klar, wird auch. Wird auch tun, sehr und gut. Schon Haste, klar. Oh, der Stun ist ja nur eine Sekunde lang. Das wird jetzt schwierig für Schlenderman. Schlenderman läuft auch von Ronny weg, das ist ein bisschen komisch. Von Ronizel. Muss halt einfach nur daneben stehen, ja. Und das ist meiner Meinung nach trotzdem ja, der Tod geht halt jetzt für den Line. Oh, ja, hat gesalbt. Jetzt hier hoch. Könnte jetzt dann, ja. Ronizel kommt gleich. Gar kein Stun, okay. Na gut. Ja, es ist mit der Haste so eine Sache, aber ja. Und dann versuchen sie überhaupt Seeds zu klauen. Killen. Beide Level 2, immerhin dafür ganz gut. Aber halt, das Line belebt hat, war sehr knapp. Wäre zwar kein First Blood gewesen, aber wäre doch ein großes Space Created auf der Offlane hier. Für die DHWP. DHWB. Glocke sollte auch eigentlich nicht sterben auf der Offlane. Ja, wenn er einmal gecatcht wird, ist er tot. Also, Hex und Shackle kommt halt. Kann mal passieren. Weiß nicht, wenn Clockwork den Battery Assault anmacht und Lifestealer vergisst, Rage anzumachen, ob er den dann überhaupt noch rausbekommt, ob die dann ja, den klar, Clockwork überhaupt tot bekommen. Ich weiß nicht, wie hat er schnell keine Animation. Das geht. Rage hat keine Animation. Das ist halt kein Ding. Ist halt die Frage, wenn Wobbsy greedy wird und hier mit den Cocks wegpushen, halt irgendwie aus Versehen den Shadow Shaman in die Cocks reinholt, dann ist er tot. Weil irgendwie die Cocks, dann muss er rauskommen, dann wird er gehext, dann wird er gescheckelt und dann ist Lifestealer da. Was für eher das Problem wird, ist, dass Lifestealer 19-4 ist und Ronizel auf der Safe Lane 9-3 ist und auch nur Tiny 13 lastet hat. Also Lifestealer gerade sich komplett den Arsch wegfarmt. Da haben sie den. Wird halt ein Problem. Block Ward gefunden. Ja, schön gedewardet. Ist auch interessant, dass dieser Ward. Der Line will jetzt nochmal stacken. Ja. Macht er gut. Dieser Ward ist halt sehr komisch, weil sie haben hier unten die dewardet und der Ward deckt halt irgendwie nur das hier und das hier und halt das hier Camper. Also das ist ein sehr greedy D-Ward gewesen. Noch nicht pullen, sondern direkt zur Rune gehen. Schauen, ob er jetzt Glück hat. Nee, Pech gehabt. Schade. Wäre Level 2 gewonnen. Ja, Double Damage ist gegen Magnus halt auch eine ganz gute Sache. Toplane jetzt wieder jetzt der Gauf auf Sleazy gemacht. Ja, Slow ist halt da. Kann halt Cox versucht. Oh, schön. Ganz knappes RNG. Mit diesen Cox ist halt so eine Sache. Und er hat jetzt richtig Glück gehabt, dass das in die richtige Richtung war. Glück für Wobbsy, sie ist dabei. Mir geht's jetzt wieder gut. Level 4. Okay. Ja. Schlenderman wollte ja nicht die Double Damage benutzen, aber ja, beide Level 4 auf der Offlane. Die Mitte läuft halt auch für Pack ganz gut. Hat 8 zu 2 Last Hits gegen Tiny Wisp. Ist schon eine gute Sache. Und ich weiß nicht. Ein Stack. Ein Bottle Stack. Crowd aber gar nicht. Ja, brauchen sie jetzt bisher nicht, oder? Also ja, Tony könnte die Avalanche spammen. Naja, wir haben Minute 5 gleich erst. Ja, obwohl mit dem neuen Runensystem, weiß ich nicht, ob man nur noch viel Bottle Crowd. Ja, muss man eigentlich nicht. Das Problem ist halt auch, dass sie so Mitte. Wir haben halt den Wald hier nicht weggemacht mit Wisp und können halt jetzt nicht double stacken und das ist ein großes Problem für SD, weil sie halt kaum Farm rausbekommen.
Können jetzt nicht einen Camp stacken, aber wow. Wow! Ist halt nur ein Camp, ist halt nichts. Ist halt so eine Sache. Tja, die Offlaner sind tatsächlich beide gleich, ne? Level 4, Level 4, okay, Magnus ist ein bisschen mehr in den Levels, aber halt beide die Last Hits. Die Offlaner kriegen beide viel. Ja. Obwohl eigentlich SD Offlaner etwas weniger kriegen sollte, weil ja, SD nun mal den Io in der Mitte hat. Und gut, aber mit dem, das meinte ich mit dem Omni-Knight am Anfang, viel ist halt ein klassischer Defensive Support, also mit dem kann man ansonsten nicht viel machen. Gerade in die Phase. In den Lanern hätten sie schon was machen können. Wenn sie halt checken und der läuft halt daneben mit dem Purification, ist halt schon Pure Damage und schon, tut schon weh. Aber das ja, er hat aber die ganze Zeit bisher gepult. Also ja. Ist halt auch okay so. Also ich meine, Wops, sie spielt halt defensiv und deshalb kamen sie nicht an ihn ran. Wenn sie halt rankommen, ist er halt tot, das weißt du. Ich glaube, es ist halt ganz klar, dass er halt auch defensiv spielt. Ja, Magnus geht zur Rune. Aber Schlenderman ist da. Wird die Rune A. Magnus könnte noch rechtzeitig hinkommen, aber ja, gut. Das hat der Shadow Shaman sehr schön gemacht da oben gerade. Ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Drin. Nein. Wisp und Shadow Shaman waren beide bei der Rune und Schamane hat genau rechtzeitig gehext, um sich dann die Bounty-Rune zu klauen. Hat er gut gemacht. Ja, Rune 9 gegen Wisp ist natürlich immer ziemlich cool. Muss jetzt Bottle Crown. So wie es scheint. Nee, wo ist denn. Wo ist die Bottle? Bottle. Bottle liegt hinter dem Tower. Ah, okay. Ja, wird gleich gebottlecrowed. Weiß nicht, was. Also. Der Punkt ist halt, dass Wisp jetzt hier ist und nicht die Bottle selber crowed. Ist halt. Genau. Kann halt stacken in der Zeit oder sowas. Muss er jetzt nicht unbedingt das selber holen. Auf der Top-Lane gibt's Action, was easy. Wurde rechtzeitig gemacht und Purification kommt halt der Damage raus und direkt halt. Cox kriegt er noch raus, aber mehr auch nicht. Stick Charges waren gerade so da noch. War noch da, aber geht halt jetzt hier down, wenn er einmal gecatcht wird, ist er halt direkt down. Gut, das war zu erwarten, dass er früher oder später einmal stirbt. Ja. Ist noch im Rahmen des. Ja, für 7 Minuten ist es noch ganz gut. Das Ding ist halt, dass Lifestealer halt fast doppelt so viel Farm hat wie Ronizzle, der hier quasi auf der Safe Lane gerade nichts bekommt. Ja, Schlenderman Level 2 ist halt richtig böse. Ohne Hex ist er halt kaum was zu machen und hat das Problem, der Anfängerfehler gemacht, Earthspike Level 1 ist halt useless. Die ist halt ein bisschen doof. Magnus hat auch gerade schön gespielt. Hat sich jetzt sogar. Hat sich einen guten Escape-Weg gebaut und hat sogar die Vision damit ein bisschen. Ja. Für sich. Ja, die Vision gut, ist jetzt Nacht. Aber wenn Tag ist, dürfte er ziemlich sicher sein. Jo. Ich weiß nicht, ob er auf Sol Ring geht. Könnte Level 6. Tun. Aber erstmal Bottle. Ja, Level 6, 8 Minuten. Swaps Easy. Easy ist auch. Level 6. Ja, die Offlane sind klar, nur dass halt Magnus noch nicht gestorben ist. Magnus sollte die Rune kriegen? Das Problem ist, dass Tony Wisp gerade keinen Impact hatte. Und das ist halt ein größeres Problem. Ich glaube, es ist Level 5, wird bei Level 6, das ist ziemlich gut. Aber halt, keine Ahnung, sie müssen halt in der Mitte eigentlich schon was machen. Die Lane ist halt super stark, sie kann halt die gesamte Zeit spammen. Ja, er hat Last Hits, das ist halt schon mal ganz gut. Farmt immerhin mehr. Aber deswegen halt geht auch erst auf Drums. Scaredfish da an der Stelle anstatt direkt auf Arganims. Fällt mir ja gut. Drums ist okay. Ja, ja fällt mir guter auch gut. Fighting Bild. Aber jetzt wird erstmal in die Mitte gegoat. Mal schauen, ob sie hier einen Two-Hero-Up hier hinbekommt. Ach, da werden die Bull-Camps ausgepinkt. Skewer daneben. Ja, schön halt auch gesehen, dass er da reingegangen ist, aber halt ein blindes Skewer und halt daneben. Wollte er überhaupt was treffen oder wollte er einfach nur weg? Ja. Weil er hat die Pull-Camps hatte gefunden. Die gepulten Camps, so. Naja, nur das gesteckten eine. Camps, so. Wie gesagt, SD hat halt nicht den Wald weggemacht, ist halt doof. Damit kriegen sie ja halt doch, du bist mit der Mitte halt kaum was raus. Mal schauen und ja, DAWB waren jetzt auch Doppel Pull. Triple Stack, Double Stack, Supports rotieren. Tja, Movement von DAWB ist ziemlich gut. Was Movement generell bei SD angeht, haben sie natürlich aktuell nur den Lion, der da groß was tun kann. Kann ja nicht so viel tun. Ist aber allerdings erst Level 3. Und Insel sollte auf der Lane eigentlich okay sein, aber. Ja, könnten halt schon pullen, ne? Besonders ja, sollten sie sogar. Ja, ist halt einfach Camps, die wechseln. Jetzt, und Insel muss jetzt hier abhauen. Dürfte nichts passieren. Sollte nichts passieren, aber komische Wege. Der Laufweg war interessant. Ja, jetzt aber sicher an einem Tower. Weiter werden sie nicht. Pinden aber auch hier wieder die gesteckten Camps. Ja, ich weiß, ja, genau, wird ausgepinkt. Ja, sie wollen sie mit der Double Damage Rune hat leider keinen Punkt in dem Power, sonst könnte er ein bisschen mit der Double Damage Rune cleaven.
Aber holen sich jetzt die Stacks. Ja, der Das ist Value ganz Point in gut. Empower. Hatten Ja, wir das schon ist ein mal. bisschen. Ist ja nur ein Triple Stack. Dürfte Müsste auch halt mit der nicht beide Purification auch Camps so sein. okay sein. Ja, Sie wollen stimmt. ja nur den Tiny damit verlangsamen. Boah, Ja. guck mal da. Bam, okay. Ja, einiges musste sich da holen. Ja, da ist sie geschlafen und wie Das ist gesagt, eigentlich schon ärgerlich. halt viel zu Ärgerlich passiv fürs Team. dafür. Hätten sie ja schon längst, Ah, schon längst jetzt geholt könnte aber können. der Magnus Probleme Ja. kriegen. Oh, ein Hit. Ein Hit. Skua ist jetzt wieder ready. Aber jetzt wird die schöne AP genutzt. Und geht. Trotzdem, Toss kommt hinterher. Ah, die Balls könnten hier einen Kill holen. Wenn die Balls richtig genutzt werden, ja. Monox hat hier auch ein kleines Glück Problem gehabt mit dem von Fifth SD. Float. Okay, Monox Da ist stimmt der tot. Schamane, vermutlich. Das went better than expected für SD, würde ich jetzt mal so sagen. Beziehungsweise ist es dumm gelaufen für Team Hä. Die Idee war Naja, gut. es, Spinner hat es halt irgendwann gucken gegangen und dann Und Wopsi kam sollte sie jetzt einfach auf nur raus. den Wopsi, aber wirklich Solo-Kill ein Solo-Kill auf dem auf Omni Omni, halt. Alter. Schön. Kein Mana mehr gehabt, ne? Oh, das ist böse. Konnte sowieso nichts tun mit Battery Assault. Ah, ich weiß nicht, Repel kannst du, glaube ich, noch casten. Ist noch drin. Nee, das Battery war Assault ist auch nicht so Animation. viel. Ja, das Ja, Gemächste. Repel hat aber eine geringe. Also, Purification kriegst du nicht raus, ja. Aber ich glaube, Repel kriegst du raus. Bin mir nicht sicher. Muss ich nachher mal drauf achten, wie die Repel Animation ist. Müssen wir es dazu lernen. Tja, wir schauen uns mal die Grafen an nach 11 Minuten. Der WB haben es jetzt halt ein bisschen. Relativ even. Es ist halt auch einfach der Baron, der hat farmt ohne Ende. Also 74 Last Man Hits. sieht aber auch an den Grafen, dass sie Raiders. einen Vorteil, den sie hatten, einen klaren Vorteil sogar wieder aus der Hand gegeben haben mit diesen Ja, das ist die zwei 1000 Kills. Gold, das ist halt jetzt im Farm einfach nur gewesen. Und jetzt wurde halt gefightet. Das ist halt kein Vorteil, den sie aus der Hand gegeben haben. Es ist halt einfach. Dinge passieren, wenn man fightet. Ja, aber es war ja kein Fight an dem. Das war einfach dumm gelaufen. Also, es war ja nicht geplant. Die Idee von hat mir Besonders. trotzdem gut gefallen, da die Camps zu klauen oder Es Tony wäre so viel tatsächlich sicher gewesen, wenn sie es Langsam halt von oben gemacht. gemacht hätten. Einfach, Magnus stellt sie hin, zwei, drei Shockwaves runter, dann ne, kriegst du das Camp halt auch. Ja, das War stimmt. schon vielleicht ein bisschen greedy, da runter zu laufen, besonders weil Magnus sehr low gegangen ist. Skatefish wird jetzt hier nicht hittet. Drei Supports sind hier hinter. Jetzt wissen halt, dass sie einen Wisp bekommen müssen. Wisp hat relocated, mal schauen. Die Balls sind, Tethered immer noch nicht. Beginnt jetzt langsam. Oh, natürlich schön daneben. Und da kriegen sie hier nichts. Mit der Hook war das ein bisschen doof gelaufen. Aber Slenderman kommt rein. Kriegt hier den Kill. Oh, schön auf dem Toss. Schön mit dem Wisp-Detail. Den Pack gekillt. Den Elektroball Und Nissel geschmissen. will vielleicht mehr. Findet ihr bei Baron. Und den kann er echt nicht killen. Ist vielleicht keine gute Idee, da hinzugehen. Support ist jetzt von der WB da, aber nicht von SD. Vielleicht ein bisschen zu aggressiv hier. Aber Wisp sollte jetzt hinterher sein und sollte alles kein Problem sein. Ja, das Jetzt ist kommt die Strategie. Avalanche Toss. Beim klassischer Klassischen Bait. Down. Der Fisch wird jetzt hier hoch. Hochgereckt. Oh, eine Toss kommt da. Damage rein. Baron wird hier wahrscheinlich auch noch down gehen. Ah, es ist bitter. Vier Jetzt sind hier finden Sie down. die Stacks. Realisieren Sie, dass Sie die nehmen können? Nö. Nee, gehen zurück. Ja gut, Sie wollen dann eher den T1 wahrscheinlich erstmal nehmen. Ja. Das Spinner Hat sollte auch. vielleicht mal aufpassen, dass er seinen Overcharge vielleicht ausmacht. Ja, sehr gut. Also irgendwie über die Hälfte des EPs verloren, einfach nur wegen Overcharge angehabt. So, okay. Aber 1000 Gold für Wisps hat auch schon einiges. Ja. Hat er auch keine Bottle Charges mehr gehabt, sonst hätten sie da vielleicht ein bisschen noch die Camps geklärt. 0-1 auf Magnus, ja. Achso, Mana Boots, okay. Wollte schon sagen, irgendwo muss das so den Geld haben. Der hat jetzt immer 33 Last Hits. War auch schon halt, wie gesagt, gut auf der Offlane. Ist jetzt einmal ungünstig gestorben, konnte er nichts tun. Aber bisher hat er eigentlich eine ganz gute Performance von Magnus hier. Tiny fängt so langsam an, seinen Aghanims zusammen zu basteln. Schöne Ogre Club. Hast du übrigens gesehen, dass der Twitch-Chat dich geflamed hat? Mich? Ja. Dass du den nie Magnus offline gesehen hast. Ja. Achso, ja, gut, ich habe ja darum gebeten. In den Flame. Ah, stimmt, auch wieder. Twitch-Chat macht immer das, was ich will. Natürlich. Der Toplane könnten sie was versuchen. Shadow Shaman ist noch Level 5. Tja, Wisp, Level 6, vielleicht sind wir dem. Level 8. Bald mal den ersten Relocate-Gank. Die Frage ist halt, ob sie muss auf den Hook treffen, den trifft er hier unten. Magnus schön oben drauf, aber der ist auch solo gekillt. Und jetzt schön der Hookshot auf die Klippe hoch mit 22 Sekunden Cooldown auf dem TP. Well played, Wopsteezy, not. Magnus hätte nichts da oben tun können, aber. Naja, er hat ihn getötet. Ja, aber er hat TP sich ist in 10 hochgehoben. Sekunden auf Cooldown. Ja, es sind seine 20 Sekunden verschwendet. Keine Ahnung. Glocke geht wohl auf Mecha, so wie es aussieht. Echt? Ich hätte Forster viel lieber gefunden, wegen dem Lifestealer. Brauchen sie unbedingt zum Kiten. Hätte Oh, auch und sein. Ronizel kriegt den Tower. Ist bitter. Schöner Deny. Und schöner Relocate ging erstmal in die Mitte. Aber Baron kriegt hier einfach mal die Rage vorher raus.
Und es wird schwierig für Spinner, wieder rauskommt. Stickjobs hat er, aber kriegt er nicht raus. Purification holt den Kill. Aber Baron hat hier ein Problem und geht auch noch down. Und jetzt ist Renizzle da. Monox kann zumindest nicht weggehen. Hat jetzt hier auch den die Coil gemisst. Pack geht dafür down. Renizzle, ja, kann jetzt die Leute chasen. Ab hier ist aber noch im Spiel. Und Wopsy wird dann immerhin down gehen. Der sieht bei Ronny aus. Renizzle. Das ist jetzt tatsächlich in der Hinterhand. Die Frage ist, ob sie genug Damage haben, weil die Controller sind jetzt alle. Batz, genau. Und das ich ist halt schon mal, hat sich eben noch mit Edershock 2 Kills geholt. Schön gemacht da. Ich wollte ihn schon jetzt zuerst flamen, weil er den zweiten Punkt den Edershock getan hat. Und den zweiten Punkt den Shackle hatte. Also entweder das eine oder das andere Bild. Aber durch den Doppelkill, hat sich irgendwie gerechtfertigt. Automatisch. Aber großer Fight hier. Fight Recap ist jetzt noch aktuell. 3-4. Tatsächlich. Einiges halt für DRWB da rausbekommen. Omni-Night hat das meiste rausbekommen, was halt vielleicht nicht so positiv ist, aber hauptsächlich halt ist es wichtig, dass Renizzle hier ein bisschen Catch-up macht. Ein bisschen back, wenn er ist halt schon ziemlich weit zurück, im Gegensatz zum Lifestealer, der halt wirklich schon mit Midas und Armlet richtig weit voraus ist. Aber der erste Relocate-Gank fehlgeschlagen, aber Aghanims ist auch so langsam auf dem Weg hier für Tony. Erstmal zurückgeworfen zu Wisp. Nein, wird nicht zurückgeworfen zu Wisp, aber kriegt seinen MP nicht raus. Wahrscheinlich auch besser so. Aber Skeptic muss jetzt aufpassen. Aber kein Tether, das ist bitter. Oh, der Sekunde Trap, leider dann jetzt die Watch wieder da sein. Ja. Ja, Tether ist jetzt wieder da, ist alles okay. Und jetzt holen sie sich die Wards. Sollten sie zumindest jetzt holen. Nein, nicht. Hallo, Wards. Das sind sehr, sehr viel Gold, die man sich holen sollte. Da will nämlich verzichten holen, sie unten drauf. Wollen die Ronny holen. Und tatsächlich klaut sich Wisp die Double Damage Rune. Das ist eine große Aktion. Das ist ein großer Fehler gewesen und Ronny wird sich wahrscheinlich sehr flamen. Aber Hookshot unten und Wopsdizzy auf Baron. Kriegt er alleine nicht tot. Deshalb auch keine Cox. Aber ja, okay. Schade. Ja, Wisp hat sich die. Ja, hat sich jetzt die Double Damage Rune wegen geklaut. Wegen der Bottle geholt. Tja, und jetzt wird auch noch das Down gehen. War nicht so gut, ja. Was hat passiert? Relocate? Alleine Relocate. Ja, hat kein Tether. Würde Panic Relocate rausmachen könnte, wenn er zu jemanden mitnehmen. Wenn jetzt sowas wie Tony halt einfach zurücktippieren würde, hat kein TP. Ist bitter. Da kommt er zurück, direkt AP, direkt. Schöne AP. Wichtige Kills geholt. Renizzle wird da wahrscheinlich erstmal nicht wegkommen. Aber Renizzle könnte noch einigen Damage machen. Da könnten nur Rotations da unten kommen, aber das tun sie nicht. Denn der Damage ist halt groß von den Quills. Ist halt so. Und sie kriegen ihn nicht tot, aber trotzdem keinerlei Rotations von SD. Sehr, sehr passend. Wir haben noch einen Skuja, der jetzt gemacht. Ja, sehr schön. Und tot. Aber ja. Wäre halt komplett ein Desaster gewesen für DRWB, wenn SD hier irgendwas getan hätte in diesem Game. Aber nein. Lieber nichts tun. Ist bestimmt besser. Gerade für eine Clockwork, dass er da sein Ulti auf Cooldown hatte. Sonst hätte er vielleicht noch den Pack snipen können. Achso, ja, gut. In der Zwischenzeit farmt sich Schamane ein bisschen hoch. Genau das Richtige, was er da tun kann. Das ist auch schon die Urne beendet. Auch eben hier interessant gewesen, hier wo Clockwork da gerade angegangen ist, ist er tatsächlich hier in die Ecke gegangen. Ja, kann dadurch halt Lifestealer quasi trappen. Aber er wäre doch einfach entgegengekommen, hätte halt auch Wisp ihn halt irgendwie retten können. Wäre durchaus was möglich gewesen, glaube ich. Naja, war halt ein Longshot in dem Sinne mit dem Hookshot. Hoffentlich haben sie einen Lifestealer bekommen und haben sie halt nicht bekommen. Invis-Pack in der Mitte, aber nach 20 Sekunden Cooldown auf dem Ulti. Der Tiny, ja, der hat schon bald sein Aghanims fertig, ja, 20 Gold. Jetzt durch den Tower und kriegt den Kill. Nein, nicht, no, nicht. Aber Shockwave. Oh, das reicht. Das ist zu greedy. Reicht. Tiny ist so stark da. Avalanche Toss zu stark und das Aghanims kommt raus. Ja, Aghanims Timing ist okay, besonders mit der Drums. Das ist ein ziemlich gutes Aghanims Timing sogar. Ja. Ähnlich erfahren wie der Safe Lane Carry. Plus 4-1 natürlich. Das funktioniert zumindest ganz gut. Die Setups bisher gingen so, aber das kann sich auch stark ändern, wenn halt Tiny Wisp jetzt wirklich mal Relocate Ganks machen können. Da kommt der Baum. Da kommt der Baum. Der glühende Baum. Kristallbaum. Kristallbaum. Dürften sie kein Problem haben, um den T1 zu kriegen auf der Toplane. Ich bin gespannt, ob SD jetzt hier pushen. Und besonders halt auch, was DRWB da ging. Also, ja doch, eigentlich können sie trotzdem teamfighten. Einfach dagegen stellen mit Dreamcoil, AP und Purification sollte es eigentlich kein Ding sein. Und die daher Supports rotieren aber auf die Bottom Lane. Ja, weiß nicht, vielleicht ja, wollen sie halt Wards hinstellen oder so. Ja, sie einfach eine Tower zu holen und dann TPen vielleicht. Alter, voll schönes Down sein. Kein Grund. Die Sache ist halt, unten können sie halt recht schnell mit Relocate und TP halt sehr schnell, in 2 Sekunden quasi 3 Leute hinholen.
Ja. Wenn CC gegoat wird, ist er jetzt ready. Ah, die Cox nicht mehr rausbekommen. Jetzt kommen die TPs und Relocate kommen hier rein. Ob CC könnte noch die Cox rausbekommen, kriegt sie noch raus. AP nicht ganz ready. Jetzt die AP nur auf Scaredfish. Ein bisschen problematisch. Ob CC ist natürlich schon down. Aber Scaredfish ist tatsächlich nicht hier. Der Missile fightet sich hier den Sack ab von Monox. Der geht natürlich jetzt down, aber ist hier ein ganz guter Trade dafür, dass sie so viele Rotations geforst haben. Thorsten nach vorne. Ronizel sollte eigentlich Omniat bekommen. Repel ist gleich auf Kudan. Mal schauen auf die Animation. Zack. Ja, ich glaube, das kannst du richtig groß rausbekommen. Und der Lifestealer kommt einfach zurück und tötet Scaredfish. Das ist ein richtig großes Problem. Wo war Wisp? Wisp war zurück relocated. Okay. Ja, okay. Das kann man natürlich machen. Tja, Ronizel kann jetzt hier nicht so viel tun. Desaster für SD, irgendwie schön gekitet, aber halt auch von DRWB. Haben einfach zurückgegangen, haben gewartet, bis die Relocate zu Ende war und dann halt gefightet. Andere und Möglichkeit wäre halt gewesen, unten Wops Teezy geht zurück, lässt den Tower fallen und die SD versucht oben sogar noch den zweiten Tower zu kriegen. Aber ich glaube, da war die Initiation ganz gut von Die Alternative wäre doch einfach gewesen, wenn Wops Teezy hier ein recht einfaches gemacht hat und einfach in den Wald gegangen wäre. Und dann kommt die TPs und dann kommt der Hookshot. Anstatt sich halt zu catchen zu lassen und tot zu sein, bevor halt überhaupt die Engage kommt. Ich weiß auch nicht, ja, mit dem Ward hier sollten sie auch eigentlich gesehen haben, dass wir vier waren. Sie wollten da fighten, aber Wopsy hat sich da zu früh gepickoffen lassen. Aber naja, apropos Pickoff, hat jetzt immerhin einen Kill bekommen. Mecha fertig, wird wahrscheinlich auf Frostf gehen oder auf Blade Mail. Was ja dann, glaube ich, der Damage geht hat auch durch Rage durch, soweit ich weiß. Von daher, beides eine gute Wahl, wobei, glaube ich, hier der Frostf ein besseres Item ist. Auch für Wisp in dem Game. Wahrscheinlich das sinnvollere. Kleine Kritik an SD. Nein. Arcane Boots auf Lion. Mit bereits im Spiel Arcane Boots auf Wisp und auf Clockwork. Oh. Das und dann gibt es natürlich noch so einen interessanten dritten Spell, den Lion hat, Mana Train, wo 1000 Gold verschwendet sind bei Arcane Boots, meines Erachtens. Kleine Kritik, ja. Ja, kleine Kritik. Huge Mistake. Huge Mistake. Oh, Game was lost. Also, da reichen absolut die Tranquil Boots und sind, glaube ich, 450 günstiger als Hiddy. Ja, du hast im Moment. Das Speed. Sind zwei Sets of Wards. Na ja, gut. Ihr habt es gehört. Felion, Core-Line-Spieler. Und die 400 Gold, die 400 Gold, die er jetzt dann mehr hätte, ist schon fast im Blinktier gewesen. Irgendwie großen Stack, kann einen Creepfinger, nein, Quatsch. Bitte nicht. Scaredfish alleine gegen alle. Das ist sehr interessant. Greedy von SD wird hier natürlich gefunden, weil sie ein Ward haben und wird einfach getötet. Well played. Aber können jetzt hier noch Return Kill. Kriegen noch einen Return Kill, aber auch Line mal wieder. Verschwendet das Omni-Ulti noch. Ja, das ist auch sehr gut gelaufen. Das Problem ist halt nur, dass Line gerade halt gar nichts gemacht hat. Ah, schön AP, dann leider verkackt. Ich finde, das wäre gut gewesen, ob sie komplett rein, aber jetzt ist halt Lifestealer da, da haben sie eben nichts gegen. Das ist vielleicht ein großer Fehler, was sie da tun. Und vielleicht meine ich ja. Jerry Cox jetzt erstmal. Oder sollten sie eigentlich nicht vorbeikommen, außer Pack, der hier vielleicht ein Solo-Kill bekommt? Oh, Purification, schön gemacht, aber leider daneben. Ah, da. Mystic und weg. Bristleback schenkt noch sein Crimson Guard, gut gemacht. Als wären die Stacks geklaut, das ist bitter. Ja, keine Ahnung. Warum haben die sie nicht gemacht? Also das war halt... Warum waren sie hier? Ist halt so, Wir wussten halt hier, dass hier... Na gut, waren halt versteckt vielleicht. Aber ja, Greedy von SD natürlich. Nun gut. Wie hat sich der Graf bisher verändert? Favor auf SD, der jetzt ein bisschen runterdippt. In XP ist es schon sehr weit unten. Er hat die zwei Tower der Vorteil da. Die aber jetzt langsam auch zu Ende sind. Glyphe wäre da. SD verkackt es leider, die Glyphe zu benutzen. Mistakes were made. Nee, nicht für den Terrence. Klar. 5 Sekunden. Für nichts. Felix? Ja, ich weiß noch nicht genau. Also, eine Glyphe auf ein T1 ja. Zwingend der Situation, weiß ich nicht. Das zwingt okay, Felix, ja, ich weiß ja, dass du nicht, also eine Runde Dota Pause gemacht hast, aber liest mal die Patch Notes von vor ein paar Monaten durch und dann. Ich habe die immer noch nicht gelesen, witzigerweise. Ist dir schon bewusst, dass Glyphen refreshen? Oh, refreshende Glyphe sind hier so ein Begriff? Nee. Dass wenn T1 fällt, die Glyphe wieder refreshed wird? Nee? Okay. Nee, okay. Hab ich nicht. Ach hier. Okay. Nice! Ja, da hätten sie ihn benutzen müssen, also ganz klar, wer weiß das nicht.
Ladies and Gentlemen, ich habe meinen Co-Caster rein für sein analytisches Verständnis hier. Nee, wusste ich noch nicht. Creative. Okay. Warum? Also naja, ich habe halt das analytische Verständnis, ich habe halt die Stimme, ich habe die Lux und du bist halt ändert man das, dass du analytisches Verständnis hast, das zweifelt niemand an, der dich kennt, aber refreshed wird. Warum? Was soll diese Änderung? Naja, dass du T1 verteidigst. Ja, aber weil es halt T1 kann. Wurde noch nie in Dota verteidigt. Also nicht wirklich. Deidermann ist wirklich weit vorne. Ja, was halt soll das? Push. Warum ändert man sowas? Ja, es ist halt ein Valve. Push. Please. Warum nicht? Es hat 10 Sekunden Impact und es hat halt den Impact, dass es halt ein Push geslowt wird. So, super. Yeah. Geht so. Oh, oh, oh. Da gibt's Pros, die reden über diesen Change 20 Minuten bestimmt. Das ist der beste huge Ultimate. Nein. Huge, ja, aber dann, Change. Dann sieht man wieder auf Arcane Boots beim Line und dann hat es schon wieder mit Pro Gaming und so weiter. Mika ist jetzt ready. Okay. Wir schauen uns erstmal den Smoke an von DRWB, wie hier läuft. Schauen halt, was die tun wollen damit. Wollen baiten erstmal mit dem Baron? Ja, wir werden hier auf den Last Dealer relocaten. Ja, das freue ich mich auch. Sonst sie vielleicht eher sehen. Sowas wie ein Pack oder so. Ich hab geguckt, ob sie hier was finden, aber es hat. Tiny Wurst sind halt zurückgegangen. Farm jetzt die Stacks, ist halt doof. Shots fired. Boxer. Klarer Draft, wenn das Game ist vorbei. Okay. Na klar. Gut, Team Hell muss sich natürlich bewusst sein, dass das Spiel nicht einfacher wird für sie mit einem Tiny Wurst, der bald sogar schon seinen Assault-Gerass fertig hat. Nice. Tja. Ich weiß nicht, halt Lifestealer ist halt auch nicht zu verachten und wenn sie halt eine gute, also wenn sie halt Throne und einen schönen AP reinkommen, dann ist das Game halt zu jedem Zeitpunkt quasi vorbei für sie. Auch mit fetten sollten überhaupt nicht mit Tony Wisp fighten, sie sollten versuchen einfach hier noch ein bisschen zu farmen, noch 5 bis 10 Minuten und dann immer ja, einen Tower nach dem anderen ganz ruhig nehmen. Ja, weil der Fight von DRWB ist halt schon scary. Ja. Aus dem Hinblick vielleicht irgendwie in Sachen Draft von wegen, okay, SD hat einen Split-Push-Lineup, naja. Vielleicht hätten sie dann anstatt dem Bristle einen Lycan gepickt. Naja, eigentlich nicht. Weiß nicht. Push-Lineup ist jetzt nicht. Oben auf der Top-Lane haben wir zumindest Ronny und da kommt der Relocate-Gang rein. Schön. Oh, holy shit, kriegt Whisper-Damage und geht direkt down. Schaffen sie es auch nicht zu blocken. So, dann kommt der Damage, aber ab hier jetzt direkt rein und dann geht's Catfish down und alles ist verloren. Schöne Konter. Alles ist verloren. Alles ist verloren. Da wird sogar noch das Line und die noch Voiced. Ja. Da war auch nur ein Hex drin, aber ja, Ronison muss halt einfach raustippieren. Schöner Tippie allerdings. Ja, aber schöne Rotation von DRWB. Jamal ist jetzt Level 11. Casual Cloak auf Wisp, das ist ein Problem. Er hatte mal, glaube ich, genug Mana, da hätte er durchaus einen Ghost Scepter. War kurz vor dem Ghost Scepter. Ich glaube, dann ist er gestorben. Das war das Ding. Halt ganz kurz vom Ghost Scepter und ist dann jetzt zweimal gestorben. Das Ghost Scepter ist halt das Core-Item, was ihr braucht. Der ist doof und Dota. oh, echt? Das war mir vorher noch nicht so ganz klar. Das habe ich in den Patch Notes gelesen. New Meta, sterben ist. Ah, jetzt wasten sie aber die Wards dafür. Also ja, irgendwie. Bisschen panisch das Spiel, die haben großen Respekt voneinander. Warum wurden jetzt die Schamanen-Wards dafür geopfert? Ja, es ist halt schon. Hätten sie versuchen hier können, entweder einen sicheren, schnellen Roshan zu nehmen. Ja, gut, wie lange Cooldown wird gehen? Fast 2 Minuten, okay. Ich guck mal gerade an, wie das Ganze hier steht. Wir haben. Schönes Ding. Ist bei 1-1 und das heißt, wir bitten bei 0-2, okay. Also, hier geht's noch nicht um so viel erstmal, aber naja. Lassida hat erschreckenden Farm. Ja, das ist halt so das große Ding. Und wie ihr schon gesehen habt, gegen Relocate Gangs ist halt recht immun. Clockwork hier geht auch auf Arganims, einfach um was gegen die Lifestealer zu haben. Ich glaube aber trotzdem, dass sie da eine definitiv eigentlich einen Force-Staff brauchen hätten können. Weil jetzt ist es halt so, du hookshottest dich halt rein, Relocate Gang kommt rein und erstmal ist dein Clockwork tot. Kann nichts tun. Und mit dem Force Staff könnten sie halt einfach in den Cox einfach das Rage abwarten. Escher kommt jetzt auf Lifestealer. Oh, das ist auch noch so ein großes Item. Ja. Dann wird daher, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist die klar, sie haben halt noch Tony Wisp, aber ansonsten halt. Tja, bisher
Auf jeden Fall benutzen sie nicht die Stärke von Tiny Wisp so richtig mit den Relocate Kings. Zumindest haben sie nicht funktioniert. Benutzen tun sie die, ja. Also ich funktioniere das nicht. Slenderman out of position und tot. Kommt vor. Schönes Skewer zurück. Secured. Und ja, Pickoff. Nicht so relevant gerade für den Spielverlauf, glaube ich, aber es sitzt immer in der Tower. Immerhin. Wundert mich, ja, dass Team Herr hier ja, so weit vorne sind. SDS ist ein bisschen im Hintertreffen aktuell. Naja. Das ist schön, was sie da gerade machen. Repelter Lifestealer haut ganz hart auf den Tower ein. Das ist natürlich auch cool. Ja, ziemlich gute Strategie, dass man mit Omni-Knight hat. Es sind einige coole Sachen möglich. Ja. Und auch Helden, die halt so einfach nicht initiated werden können. War jetzt so ein kleines Revival gerade, ne? Omni-Knight gefällt mir auch ganz gut. Ne, gerade, Ja, ich so einem halben Jahr oder so, ne? Ja. Also vorher selten gesehen. Ja, vorher konntest du nicht tun. Ich weiß nicht, was die Changes hauptsächlich war. Zum einen, dass das Repel länger dauert. Zum anderen halt der Guardian Angel, glaube ich, wurde noch ein bisschen gebufft. Das kann sein, ja. Aber ja. Das, ist halt das auch können die Zuschauer auch in den Patchnotes nachlesen. Sollt ihr wirklich mal lesen, glaube ich. Solltest du es wirklich mal lesen, ja. Ja. Das Reaction-Videos zu machen. Felix liest Patchnotes. Ein halbes Jahr nach dem. Vor so einem Lagerfeuer. Grüß dir, Kinder! Guten Abend zu Felion liest Patchnotes. Heute Glyph. Und ihre Änderungen. Sind sie notwendig oder nicht? So. Ja, hast du schon den neuen Change zu Ricky gesehen? Das ist in der nächsten Folge erst. Ah, okay. Keine Ahnung, ich muss jetzt die Patchnotes rauskommen und nicht mit Dingen aufziehen. Aber, tja, SD tut gerade nicht so viel, ne? Ja, was sollen sie tun? Also, ich sag mal, der. Ich weiß nicht, worauf sie beim. Tiny Wisp, ja, Tiny Wisp ist jetzt stark. Wenn sie wahrscheinlich erstmal auf das BKB warten. Ja. Wenn sie dann eine gute Initiation finden, dann wird's böse. Wenn sie es irgendwie schaffen, in den Teamfights Wisp am Leben zu lassen. Also irgendwie ja, ihn beschützen können, wie auch immer, dass er vielleicht in der Glocke irgendwie bleibt. Ja, schon von hohem Wert für die Teamfights. Ja. Lifestealer macht sich's gerade im Pack gemütlich. Im Invis-Pack jetzt. Oh, könnte böse werden. Die klassische Lifestealer-Bomb kommt jetzt hier online. Das wird scary. Das wird richtig übel. Da kommt aber die Rocket und scoutet die komplette Rotation von allen aus. Ja. Und selbst schöne wenn Pack Rocket. Da Invis ist, ist ihnen das egal, gehen zurück. Es ist halt auch schade mit der Rocket, weil es hätte super schön werden können auf Schaffron. Auf Schaffro. Mit der schönen Lifestealer-Bomb. Schade. Aber vielleicht würden sie, ob sie alleine? Nein. Könnte man halt schnell jemanden in die Luft jagen mit. Aber es sieht nicht so nach aus, als ob sie irgendwas finden. Schade, schade, schade. Rotieren jetzt alle fünf Helden nach unten. Den Tower werden sie vermutlich halten können. Nur auf den Magnus gespannt. Ja. Stille. Nebenbei halt noch. Stille vom Sturm. Ja, die Stille vom Sturm, okay, dann müssen wir jetzt da bleiben. Da kann man mit Glocke durch die Bäume initiaten? Der Fisch, oh, AP ist drauf, ja. Oh, lang von Wisp, das war ein Fehler, da hinterher zu kommen direkt. Aber, ja, skeptisch, ist gesilenced, kann nichts tun. Vor dem BKB gefightet. 4-0 Ultra-Käfe, Lifestealer. Und da kommt das Rampage. Der WB. Yes, Rampage. Wunderschön. Und das, es war halt irgendwie eine 2-Hero-AP. Skewer zurück und mit dem Skewer hat er quasi noch den Wisp mitgeskewert, der einfach da mit getethert ist. Das war ein richtig war großer Fall. Von Magnus da an der Stelle. Ja, Buybacks kommen jetzt hier raus, aber ja. Wie viele Buybacks sind noch da? Tiny Wisp, kein Buyback. Das sollte weg sein. Ich weiß gar nicht, ob sie da überhaupt die das Ulti von Unionet gebraucht haben, aber da sieht man die Stärke von diesem Ultimate. Nein, geht sehr selbstbewusst vorne rein noch. Ja, Rex sollten sie eigentlich fallen lassen. Das ist. Die könnten, wenn die jetzt einen Buyback-Kill bekommen. Ah, schöner Finger, aber das reicht nicht ganz. Ja, müssen wir jetzt schon zurück. Besonders müssen sie jetzt aufpassen, weil, wenn Tiny wieder da ist, können sie jetzt schnell von hinten rein relocaten und ohne IP ist das halt tödlich. Sie werden ihn nicht. Ja, Ronnie ist da sehr, sehr defensiv. Ich weiß nicht warum. Sie haben mal Tiny Wisp und relocate. Also,
6.500 Gold auf dem Rampage Stealer. Stealer? Rampage Dealer, oder? Beides. Der Deal zum Nutzen ist direkt wieder. Wem hat er denn die Rampage gestealt? Niemand. Ja, das ist das Abyssal Blade mit Buyback. Easy. Übel. Übel, übel, übel. Minute 36 am Laufen. Das tut weh. Nice. Wie ich eben sagen wollte, nebenbei hat irgendwie eine Skype-Gruppe für das nächste Game, für das ESL-Finale. Und dann so kurz von dem Admin so in der ESL-Gruppe so, it seems the final is being played right now oder was being played yesterday. So, wood. I'll try to confirm that. Anscheinend haben sich die beiden Teams gestern gedacht, oh, es ist noch nicht zu spät, wir spielen jetzt einfach das Spiel. Okay. Interessant. So viel zur Organisation und so. Naja. Ja, das Problem bei ESL tatsächlich ist, dass du halt irgendwie keine richtige Matchpage hast und müsstest jetzt Admin halt die Teams anschreiben und sagen, hier, morgen. Außerdem steht halt nirgendwo von wegen, wenn das Finale später als 9, 10 Uhr stattfinden würde, dann wird's verschoben. Und dann wird's wohl nicht mitbekommen. Yes, Louis, yes! Schreibt gerade schön, oh, ihr könnt ignorieren, was ich gesagt habe. Das ist gerade schön diese zwei Minuten nach der Rampage. Schönes Spectator-Delay und direkt instant die Messages. Okay, SD lost. Jetzt aber mit dem BKB auf dem Tiny. Ja. Buyback. Das Problem ist halt mit dem Skewer tatsächlich, konnten sie halt einfach halt nichts machen, dadurch, dass halt Tiny in alle zurückgeskewert wurde. Und dann Abyssal halt Blade, gesilenced wurde. Bots und Buyback für Lifestealer. Ja. Das ist das Problem. Scatfish muss hier sein BKB vor der RP hinbekommen, damit er nicht geskewert wird. Weil sonst wird er halt reingeskewert, kriegt halt direkt das Abyssal Blade, kriegt vielleicht noch sein BKB raus, aber ist halt egal. Jetzt wird Roshan noch gesneakt. Ja, schöner Smoke. Das kann SD aber riechen. Klar, könnten sie. Haben die jetzt schon lange nicht mehr auf der Karte gesehen. Sie haben auch aber wenig Vision, Rocket, muss man dazu sagen. Die Rocket wurde nicht hingeschossen. Wird die nächste wahrscheinlich hingeschossen, aber der Roshan wird, ist halb vorbei. Jetzt kommt die Rocket. Nö. Ja, das schaffen sie nicht mehr rechtzeitig. Ah, da ist sie, okay. Es sei denn, er versucht jetzt noch. Nizzle ist zu weit weg. Nizzle ist zu weit weg. Ob sie könnte jetzt hier feeden, aber ansonsten. Okay, er feedet tatsächlich. Oh. Killed by the Radiant! Oh, ob sie hat es gemacht und ab hier auf die zwei unwichtigsten Helden hier. Das könnte recht gut sein. Scarefish ist jetzt hier drin. Könnte jetzt die Damage reinhauen. Aber kriegt leider nicht hin, sein BKB rauszubekommen. Jetzt BKB und BKB, okay. Und direkt Bash und tschüss. Godlike Triple Kill für Easy Baron. Aber Easy Baron. Easy Baron. Ja, wow. Ja, ich bin auch der Meinung, dass er nach diesem Spiel auf jeden Fall seinen Namen ändern sollte. Wer? Ace Baron heißt Easy Baron. Ace, ja. Wer Easy Baron, ja. Er also hat Easy wirklich Baron. Halt gerade Easy den Baron geholt. Und Ronny geht halt einfach solo zum Livestream. Und es sollte GG sein. Das wissen noch SD, ja. Schönes TP da von dem Livestream auch an der Stelle. Livestream vollkommen out of control gekommen und richtig schön gespielt. SD hat irgendwie die Stärke von Tiny Wisp bekommen. Besonders prangig halt an, dass halt einfach die das Camp nicht geholt wurde. Das ist meiner Meinung nach ein ziemlich großer Fehler. Und die Stacks wurden gemacht, aber nicht geholt. War halt zu spät gewartet. Weiß nicht. Vielleicht ein kleiner Ding, aber halt klar, super APs von wie bitte? Fall. Und ein halt super durchgezogen. Wunderschönes Magnus-Spiel. Ja, richtig schön gemacht von Magnus hier. Shoutout zum Mysterio. Omni-Night-Pick hat mir gut gefallen. Schamane-Pick, muss nicht sein, aber auch gut. Und der Carry hat gecarried. Wahnsinn. Sehr schön gespielt. Ja. Coole Sache. Das, bin ich mir gar nicht sicher, ob das hier beendet. Auf jeden Fall sind wir hier erstmal tschüss. Und mal schauen mal, ob es jetzt mit ESL weitergeht oder vielleicht das zweite Game von, das heißt wie bitte? Ist es hier Best of Two? Ja, ne? Keine Ahnung. Ist ein Best of Two. Wir schauen mal, ich glaube, wir gehen hier rein und schauen, ob ESL stattfindet oder nicht. Müssen wir halt wieder leaven. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.